Scannen ohne Scanner. Ist das überhaupt möglich? Schauen wir mal. Oben ein Dokument, das per Hardware-Scanner digitalisiert wurde. Unten per Smartphone. Wie man sieht, ist die zweite Variante absolut konkurrenzfähig und alles, was Sie dazu brauchen, ist eine Scanner-App auf Ihrem Smartphone. Um präzise zu sein, einen Dokumentenscanner, keinen QR-Code-Scanner. Solche Scanner-Apps scannen eigentlich gar nicht, sondern im Grunde werden hier nur Fotos mit verschiedenen Filtereinstellungen belegt. Eine Scanner-App hilft Ihnen nun dabei, dieses Foto in das hier zu verwandeln. Und zwar weitgehend automatisch, ohne den ganzen Aufwand einer Bildbearbeitungssoftware. Das umfasst zum Beispiel Funktionen wie das Zuschneiden, man nennt es auch Freistellen, Kontrastkorrekturen, das heißt eine Betonung von Hell-Dunkel-Unterschieden, einen Perspektivausgleich, man könnte es auch Begradigen nennen, und eine Schwarz-Weiß-Konvertierung, um den Speicherplatz zu minimieren. Wie das Ganze im Detail funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt anhand der App ClearScan. Tatsächlich sind nämlich nicht alle Scanner-Apps gleich gut. ClearScan kann ich aber sowohl von der Handhabung als auch von der Ergebnisqualität empfehlen. Das Schöne an ClearScan ist, dass es über komfortable PDF-Funktionen verfügt und darauf bin ich ja als Bewerber ohnehin angewiesen. Also, los geht's!